Guten Abend bei Dickrich TV. Haut aus dem Café Misch. Am 3D ist das Nationalfeier, darum 4 Abend. Du hast auch an diesem bekannten Dickricher Café nicht viel Lass, jemand durch zu schwätzen kommen. Aber mal für dich nach Durchbruch zu diesem großen Tag vom Bürgermeister Clotilde. Lief Dickricher Bürgerinnen und Bürger. Lief Damen und Herren aus dem Dickricher Chef von der Gemeinderat, der Verwaltungen als Servicer von der Gemeinde. Endlich, nach 2 Jahren, wird der Nationalfeiertag 2022 rum ein wenig gewinnt gefeiert können gehen. Auch wenn die Krise sanitär noch immer nicht drüber ist, aber wenn wir noch immer gut sollen ein auf den anderen aufpassen, sind für den Moment einmal Mesuren von der Pandemie so gut wie alle abgehoben. Das erlaubt uns dann, das nächste Militärparade aufzuhalten und am 4. Abend als dann auch rum den traditionellen Fackelzug beim Volksfest. Nationalfeiertag selber, dann die offizielle Zeremonie mit durchschließendem Ehrenpatt auf der Kloster. Nationalfeiertag ist und bleibt aber ein besonderer Tag für die Letzebäuer und noch die Dickricher. Auch dieses Jahr noch viel mehr mit dem Krieg an der Ukraine, mit diesem Angriff auf das ukrainische Volk, mit all dem damit verbundenen Leid, kriegt unser Nationalfeiertag eine noch viel mehr wichtige Bedeutung. Für unsere Freiheit und unsere Eigenständigkeit sollen wir alle Götter mit großem Respekt an die erinnern, die für unser Kleinland Symbol davon sind. Und auf diesem Tag, wo alle Wunder sollen zusammengebracht gehen, egal was die Nationalität, Religion oder Orientierung ist, soll und darf dadurch gefeiert gehen. Am Namen vom Chef der Gemeinderat wünschen ich euch alle schöne Nationalfeiertag. Zusammen eine Gesellschaft oder daheim am kleinen Kreis. Aus dem Grand Ducanry und seiner Familie wünschen wir für diesen Tag alles Gute für die Zukunft und weiter viel Success am Dienst von unserer Nation. Am Namen von der Stadt Dickrich wünsche ich euch alle Gute, eine schöne Nationalfeiertag. Vive der Grand Duc und die großherzogliche Familie, vive Lützeburg, vive Dickrich. Ja, Nationalfeiertag steht für unter dir. Hallo, sind wir am Café Misch und du hast bei mir Patron von Heid Zimmern. Guten Abend. Guten Abend. Ja, Nationalfeiertag, das ist auch für euch, denke ich, immer ein großer Moment. Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben auch immer für den Abend etwas Spezielles gemacht. So wird man mit Kleinigkeiten verziehen oder mit Musik. Du hast noch nicht genau an der Planung, was wir das Jahr machen, aber da geschieht bestimmt noch etwas, ja. Der Kaffee, den heißt Misch, und das ist am Anfang ein Bezug auf den Mom, weil die hat die Bistro eigentlich gegründet. Ja, genau, das war meine Mom. Sie hat die 96 gegründet. Und ja, du hast einfach gedacht, dass wir das Einfachste für ihren umzuholen. Kaffee Misch sieht sich auch gut. Sie hat zwar nicht mehr am Kaffee, mehr schon die Nummer mal gelöst, weil Jitfried kennt ja auch den Kaffee Misch. So, mit dem Namen, das soll doch so bleiben. Gut, der Matthias ist aber etwas geändert. Hast du ein bisschen ein neues Konzept gekommen? Ja, es haben sich ein paar Sachen geändert. Aber das liegt nicht nur um mir, manchmal, sondern einfach auch durch die Entwicklung, dass sich alles geändert hat in den letzten Jahren. Und ja, wir machen viel mehr Essen wie früher. Wir haben viel mehr Essen. Am Anfang hatten wir just Croque Monsieur. Mittlerweile kochen wir alle richtig. Wir haben noch oben Kleinigkeiten für zu essen. Wir haben viel mehr Cocktails. Das geht früher nicht so. Dass die Leute zwei Schwaffe Cocktails gefroren haben, mit Gin, mit Rum. Wir haben noch einen Barkeeper, den sich darum bekümmert. Und ja, da haben wir relativ viel mittlerweile anzubieten, was wir am Anfang nicht hatten. Was sind unsere Spezialitäten? Von Essen haben wir natürlich ganz viel, was zu Lützeburger Plätze sind. Ich mache mittlerweile ganz viel vegan. Ich backe noch vegan. Das ist ein bisschen das, mein Steckenpferd, so ein Schlüssel über Mann, was ich wirklich gerne mache. Und was auch ganz gut könnt, weil so viel geht, der ist heil am Norden noch nicht. Und ja, während der Pandemie und ich das entwickelt und lo, hat das relativ großes Succes. Dann habt ihr aber auch ganz viele Events, da du dir schon lo an der Pandemiezeit immer viele Sachen aufhalten gelöst, Weindegustation und so. Ja, das stimmt. Wir hatten auch ja, für den Fußsonntag, hatten wir Kudelfleck-Sonntag gemacht auf Reservation, dann effektiv die Weindegustation. Wir haben ganz viel am Service en Porté geschafft. Die Leute auch angeboten für ganz Kuchen mit Themen zu holen und so weiter. Das hat sich ein bisschen reduziert, ist aber immer noch
Also geht immer noch ungeholt. Leute kommen aber immer noch sicher phasenweise. Und das haben wir auch noch bei, das wird dem auch nicht mehr abgehen. Und so haben wir auch noch im Konzert gehabt. Also sporadisch, so ein, zwei Mal am Monat machen wir ein Konzert. Und ja, da muss man gucken, wie sich das einfach zusammen noch entwickelt. Wir sind ja auch noch nicht lange raus aus den Mesuren. Und so könnt das nur noch, könnt das normal leben, aber im Zweck. Du hast auch dann gleich all dickrisch, das steht auch für unter dir. Und du hast dir letztes Jahr etwas ganz Besonderes so raufhalten gelöst, für ein bisschen zu kompensieren. Das hat ja nur zwei Jahre gefehlt. Das war tatsächlich, ich meine, das war sogar das Jahr für drin, nach einer Sommerkirmes, weil du auch nirgends ein Kirmes war. Das kommt ja in der Zeit schon gut nicht. Für die Kanner. Und du hast mir so kleine Spieler gemacht mit den Kanner. Interfischen, an Pfeiler schießen, an Molen, an Popcornmaschinen und so weiter. Und aber auch für die Erwachsenen hatten wir Kartenspieler gemacht, also Kontramat, die sie gespielt haben. Also. Und ja, was hat man noch? Gegrilltes und so weiter. Ja, einfach ein bisschen probiert, all die Krisch am Klängen zu machen. Mit mir freuen ist natürlich auch. Und wir haben richtig all die Krisch aus. Und wir sind natürlich hier auch dabei. Da draußen machen wir einen Cocktailstand, wie Alkers vor der Pandemie. Und die Leute können ihre Cocktail machen. Zusammenkommen rund um den Bistro-Tisch, das ist wichtig. Und das gehört auch schon lange Jahren einmal den Mund an der Dickrischer Brauerei. An der Pandemie war das flott Tradition wohl verloren gegangen. Und so aber gehört den freudes Apéro endlich rum Ableben gelöst. Und wir waren für die Schlangschlüsse. Seit 50 Jahren schon invitiert die Dickrischer Brauerei die Leute von Dickrisch an dem Gegen sowie hier blacklicher freier Mannerbester auf ein Freitagspart an die Brauerei. Just die zwei letzten Jahren war der Apéro allechte Freitag am Mond ausgefallen. Dafür wird Fred umso mehr groß, für den 3. Juli 2022 das ganz nächste kontralanciert gehen. Oh, das sind ganz sympathische Sachen, dass aber dann in zusammenkommen von all den Leuten, die hier der Gegen von drin sind, auf sich immer den Mond zu treffen. Und das ist auch mal flott, weil die ganzen Leute aus Dickrisch zusammenkommen. Da treffen dann noch Leute aus von anderen Verwaltungen und anderen Firmen, die arbeiten, die immer kommen. Dann. Und dann kann ich noch mal so Sachen und Pott klären, die sonst über ein Telefon nicht machen. Das ist eigentlich super Sache. Für diesen ersten Part hinter der Pandemie waren zwar nur halb so viele Leute gekommen wie für drin, aber die, die da waren, haben sich glücklich geschätzt. Auch für den Mordabstoff von der Brauerei aus der Freitagsapéro noch im Ring ganz flott sah. Tous les premiers vendredis, je viens ici à l'apéro, oui. Je rencontre des amis, des anciens collègues, des connaissances. Après 5 ans d'apéritif, on en a. Hein. Moi, je retrouve des clients, je retrouve des partenaires, je retrouve même des anciens collègues retraités de la brasserie. Et c'est l'occasion d'échanger avec eux pendant une heure, une fois par mois, c'est très agréable. Et boire une bière, bien entendu. Brasserie de Luxembourg setzt sich als Traditionshaus, das auch das scheint Tradition vom Freitagsapéro einmal den Mond unbedingt voll Firo feiern. Leute zusammenbringen rund um einen guten Humpen und noch gute Relationen mit der Stadt erhalten, aus der Dickrischer Brauerei einfach wichtig. Pour nous, c'est important et pour moi, c'est important parce que nous sommes des Kirsch, nous sommes partie de la ville, on partage ce nom avec la ville et pour nous, on est ici depuis 150 ans, aussi cette année c'est le 150e anniversaire et on veut rester encore 150 ans, 300 ans et on ne peut pas faire ça sans les gens ici à Dickrisch. Und damit ein großer Prost auf die Stadt von Beja an ihre Brauerei. Der vierletzte Weekend ist auch nicht ziemlich viel Bier am Park bei der Gemeinde geflossen. Da hat Philharmonie zwei Tage lang auf ihr traditionelles Bierfest invitiert. Mit viel Bier wohl, aber wie sich das für eine Philharmonie gehört, natürlich auch mit ganz viel Musik dabei. We'll be right back.
Dabei ein anderes Flottfest, das auch schon in etlichen Jahren gefeiert wird. Nopischfest. Auch allzu dickrisch fanden sich Jahr für Jahr am Mai immer Leute, die Initiative holen, für die Nopren zusammenzubringen. Dieses Jahr auch ein erstes Mal an der Schöner Straße daraus direkt über das Militärmuseum. Fried war groß, das Jahr daraus, wo sie schon lange darauf schaffen, ein Nopischfest auf Bein zu setzen und nicht nur für den 20. Mai 2022 endlich gepackt hatten. Eine Initiative von Freundinnen, die schon von kleinem Mund an dieser schönen, dickeren Straße wohnen. Zum Glück haben wir uns Anna in der Demo auf der Gemeinschaft und hat uns dann all die Bänke organisiert, natürlich auch Zelte. Und zum Glück haben wir auch gute Nopern, die nach Zelten mitbrüchen tun, sodass wir alle unter dem Dreschen werden ganz nah und hoffentlich stehen. Und ja, so ist es einfach geil. Tatsächlich ist es so, dass ich sein Nopischfest an der Gemeinde ummelden muss, die dann ihrerseits Equipment engagieren, wie Ballonen und T-Shirts und natürlich auch Invitationskarten zur Verfügung stellt. Die die Invitation unholen, sollen dann den Tag selber jederin etwas für Ziessen oder zu trinken mitbringen. Also jederin bringt hier Spezialität mit, mit Kroatisch, mit Portugiesisch, mit Italienisch und Lützebäuerisch, natürlich. Aber wer noch nicht mehr gut Laune am Gepäck hat, ist natürlich auch willkommen. Oder wer sein Kenntnis mitbringt, wie den Herr Hai, der sich als Grillmeister zur Verfügung gestellt hat. Ich meine das immer gerne daheim, auch wenn ich Besuch daheim, dass das selbst freiwillig. Ich sehe, kommt der Nove und das geht ein schöner Nove. Das für dich, wo wir das organisieren, und ich denke mir, ob es sehr interessant Nove. Das ist am Anfang so, dass ich schon vom Nopischfest für den Heuren habe, aber dann nie dabei war. Und ich habe hier an der Straße gedacht, ich kenne viele Leute von Gesinn. Mein Gesinn ist eng, mit Leuten schwätzen, also wirklich mal meine Nummer kennenlernen, also vier Runden dort, was ich gut gelesen habe. Und hier an der Straße wird sich dann natürlich lohnen und dafür sind schon hingekommen. Also wir sind alle gut zusammen und dann kann ich mal mit den Kanner spielen, das fand ich am besten. Am Ganzen waren sie tatsächlich zu ihrer 40, da eine Invitation noch kam. Jüderin hat etwas mitgebracht, den haben wir durchgepackt, sodass ihn das Fest als ein richtiges Succes bezeichnen kann. Die Initiatorinnen, die selber an der Flotterstraße daraus abgewusst sind, hoffen damit, ein Stück dazu beizutragen, dass auch ihr Kanner einkehrt die gute Ambiance von daraus vier feiern. Der europäische Gedanke steht auch an einem anderen Meeting, den alle fünf Jahre am LCD zu Dickrich stattfindet. Journée Européenne, die am Wiesel mit vier anderen Lyceen aus den Nopischländern aufgehalten gehen. Hier allerdings geht es Männer drin zu feiern, wie sich ein und dem anderen zu müssen. Natürlich immer ganz kameradschaftlich, ganz am Sinn, für zusammen Spaß zu haben. Am ganzen 54 Schülern und manns 75 Profen aus 5 verschiedenen Ländern haben sich 2022 auf eine neue 4-Journée Européenne zusammengefunden. Elysée aus München, Gladbach in Deutschland, ich von Saint-Amand in Frankreich, ich von Neapel in der Belge, ich von Valkenswerth in Holland und den LCD von Dickrich, haben sich schon seit 53 Jahren immer an einer anderen von den 5 Partnerschulen für zusammen einen sportlichen und kulturellen Weekend zu verbringen. Deckier war das Rendezvous also zu Dickrich. Die Idee ist für alle eine europäische Idee. Das heißt, auch in den 60er Jahren schon haben sich Gedanken gemacht, wie kann ich mit den anderen Ländern zusammenarbeiten. Und ich denke, an Zeiten, wie wir hier haben, ist es umso mehr wichtig, auch den europäischen Gedanken hier beizubehalten. Und die vier Partnerschulen, dass sie wirklich als engsten Freunde, als engsten Partnerschulen, die wir haben, mit denen wir wirklich schon all die Jahre zusammenarbeiten. Nicht nur bei den Journée Européenne, sondern auch mit Erasmus Plus Projekten. Also das ist wirklich ein europäischer Gedanken, ist ganz stark dabei. Journée Européenne. Wenn sie nach sportlicher Sicht geguckt haben, Mischung durch Kompetition und Freundschaftsmatcher, wo es Männer darum geht, sich zu beweisen, wie etwas zusammen auf Bein zu setzen und dabei den europäischen Gedanken zu fördern. Von Basketball über Football bis zu Schwammen und Athletismus sind bei allen Sportarten vertreten. Decker allerdings für den sich, wenn es Corona müssen ein bisschen aufpassen, was dann auch mal neue Wanderer bräuchte tut. Cette année, le concept est un peu différent, parce que les Jeux n'avaient pas eu lieu depuis
2019 suite au Covid. Et donc là, on se retrouve de nouveau après 2 années et on est super contents. Alors, les activités sportives ont été revues, adaptées par rapport aux conditions sanitaires. Et donc, le basket, c'est devenu le streetball. Le volleyball, c'est devenu du beach volley, entre autres, voilà. Et on adore se retrouver. Nous, on est ravis d'être là, ça fait quelques années. Moi, j'avais participé aux Jeux il y a quelques temps. Et avec la situation sanitaire, ça a été compliqué de les remettre en place. Et là, on est vraiment ravis de pouvoir les refaire. Et aussi, on excelle au niveau des sports. On est premier sur 5 disciplines. Et donc, du coup, on en est ravis et on est vraiment content d'être là, du coup. Bessen gonget also trotz allem orren moosen, aber nicht jeder war sportlich in der Weh. Ein Teil von den Beteiligten hat nämlich schon einen großen kulturellen Aufschluss-Event geschafft, wo Tanz, Kunst, Musik, Gesang und eine wissenschaftliche Quiz am Vordergrund stungen. So guten Dekor gof halt komplett an Ege-Regie produziert. Für uns alle aber bleiben die Journée Européenne denen, die mitmachen, für immer eine positive Erinnerung. Ich meine, dass das Projekt mir geholfen wird, persönlich, für meinen Horizont zu erweitern, für mit anderen Leuten Kontakt zu kommen, mit denen ich normalerweise nicht so in Kontakt bin, für mich mit Leuten zu unterhalten und für was ich hier sich von der Welt kennenzulernen. Ich fand, in allen Ländern gibt es eine andere Ambiance auf. So. Ich fand, dass die Französisch gesprochen haben, den Anschluss gewirkt, wie die Deutsch gesprochen haben. Ich fand aber insgesamt war eine gute Erfahrung mit anderen Leuten, die nicht Lützebüsch schwatzen, zusammen zu agieren, zusammen zu proben und zusammen zu schwatzen. Ja. Spricht andere Sprachen, man lernt andere Kulturen kennen, auch ja, die Schüler lernen andere Schulsysteme kennen, dass man über den Tellerrand hinaus mal schaut, ne? Und ja, nicht immer nur in seinen kleinen 4 Wänden quasi oder in seinen 100 Quadratmeter um die eigene Stadt mal schaut. Was machen andere und vielleicht können wir von anderen lernen? Das entstehen zum Teil Freundschaft für die Leben, die kommen hier für ihre Weekend dahin und erleben etwas zusammen bei diesem Sportevenement, beim Tournoi, hier bei den kulturellen Veranstaltungen, beim Konzert auf der Bühne gestromt hat, eine mega cool Party an der Seerei. Und ich meine, das sind Momente, die sie nie vergessen. Und die Gelo heben mit einer Wallis voller Erinnerungen. Gerade der Moment, die von Europa umso mehr wichtig ist, oft ganz, ganz fische Stadt. Sie können zusammenkommen. Für rund 2 Wochen gab es eine große Novität zu Dickrich. Junior Commercial die hat für dich einen großen lokalen Markt organisiert, wo nicht mehr lokal Produkte zu kaufen gab. Also ein nachhaltiger Markt. Und dabei konnte ein alter Mensch feststellen, es brauche wirklich nicht weit zu laufen, für flotte Sachen zu finden. Und Duffer, hier am Ländchen, der ist wirklich groß. Lokalprodukte sind gefroht und well diversifiziert wie nie vier Runden. Dafür konnten sich die 4 letzten Weekend an der Fußgängerzone überzeugen, wo die Union Commercial auf den lokalen Markt invitiert hat. Der Bayer Fritz zum Beispiel hat heute nicht nur einfach Hunde geboten, mehr Hunde Speer, Hunde Strip, Hunde Gin und noch mehr. Alles auf Basis von Lützebäuer Ingredienten und nehmen zu kriegen eine kleine Boutique. Ja, das merkt ihr wirklich. Also, die Leute sind nicht egal, wer das an Boutique kennt. An dem Moment sind sie dann noch bereit, ein bisschen mehr auszugehen, wenn sie wissen, wie viele Sachen hier kommen. Auch dieser Mann, der bei der ersten IVV-Marsch vom Ersatzcenter Dickrich mitgemacht hat, ist begeistert von dieser lokalen Offer an der Grossgasse. Ich fand das gut. Ich fand noch, dass wir mehr Lützburger Produkte kaufen, mehr Lokalsachen, auch an den Restaurants soll mehr Lokale so geboten werden. Das ist für mich okay. Ich fand es super. Mehr Demand, mehr Angebot. Das gilt auch für die Ölpresse. Dem Daniel Margero sind Ölischer sind als selber kahl gepresst und mit Lützburger Ingredienten oder ob man Lützburger Bezug hergestellt. Die Oliven selber die kommen aus Italien hier. Da gibt es eine Lützebäuerin, die hat hier einen Olivenbunker gemacht. Und wir kriegen von hinten die Oliven hier hin und die pressen wir dann. Und all die anderen Ölischen, die das dann hier von den Lützebäuer Bauern, kriegen wir Kehren, Kürbiskehren, Sonnenblumenkehren und dann gehen wir es hier ins.
Auch bei der Junker-Firma Opios, die bei ihren Alkoholen auf Lützebäuer Kräuter setzt, haben sie immer mehr noch froh und demnach auch immer mehr verschiedene Guten am Sortiment. Neben Gin und allmögliche Varianten gibt es hier auch Pastis und neuerdings sogar Wermut. Verkaufen möchte ich aber noch immer am besten an Kontakt mit den Leuten, für was sie ob so mehr wie den halt zu den Krisch auch gewisse sind. Du musst, also für degustieren, weil sonst, wenn sie an den Supermarkt gehen, kaufen sie vielleicht, sind nicht sicher, weil wir schon lieber 42 Gin machen am Land. Aber natürlich, du bist immer froh am Stand und erklärst den Klienten ein bisschen, dann, was du wen Tonic passt am besten oder wen Tonic kannst du für die Aromen aus dem Gin rauszuholen. Ja, ich fand den Kontakt mit dem Klienten ist ganz wichtig an der Branche. Ich fasse, dass es schon ganz lange zu dir kriegst, dass das Dieselsfest, wenn es Corona war, weil du die letzten Jahre gepaust gehen. Der vier letzte Weekend allerdings, da konnte man das Gottchen von der Stadt Dickrich nicht so richtig gefeiert gehen. Es war ein Fried für kleiner Groß, wie der vierletzte Weekend endlich das Konterchained Eselsfest am Parkhof gehalten ging. Dickrich feiert den Esel also auch noch 10 Jahre und 2 Jahre Pause nach einem belebten Treff. Besonders natürlich bei so perfektem Wetter. Bei dem, wie sind sie in Deutschland, Kaiserwetter, kann ich ja nicht mehr zufrieden sein. Und, wir wollten das immer als ein Klangfest halten, nicht so ein riesengroßes Event daraus machen, ein Klangfest, Familienfest, und das ist total realisiert. Nicht nur ist das der Flott Familienfest, mehr für viele Vereine und Künstler auch ein gut Gelegenheit, die neuesten Kreationen anzubieten. Wie zum Beispiel Claudine Roger und Corinne Schönetten, die sich an der Pandemie Accessoire mit Flotte Lützebäuer Sprüche aufhellen gelassen haben. Oder das Atelier Protégé von Bierspüsch, die immer nicht gerne mit neuen Produktionsobjekten auf Dieselsfest kommen. Aber da gibt verschiedene Sachen, was ich dieses Jahr ganz neu habe, das so ein Golddieselchen, ein Spurbex, aber ein Schwanzopjef, da kommen so ein raus. Das Objekt kann ich natürlich auch noch fest nach immer an den Atelier bestellen. Und dann natürlich, du sind die selber, den Stadt mit Eseln und Bause verkauft und du vier Zeichnungen vom Roger Leiner benutzt, sie hat das ob Tambre, Puzzlen, Problien oder neuerdings ob Strümp. Dafür haben wir viele Möglichkeiten, in der das ein paar Zeichnungen gemacht. Und die haben wir bis noch so schon ein Zeitchen nicht mehr bei uns. Und wir vermerken das nach dem Rohr, aber es also, kosten vom Danke-Challenge, da so eine Zeichnung von ihm. Das ist eigentlich artistisch ganz wertvoll. Auf der Dickrich super. Nur diesem Fest also bei der Fall klar, den Esel gehört zu Dickrich, wie normalerweise den Hund auf der Kirchturm. Der letzte Monat, als ein Kannerbuch an den Verkauf kommt, dass es da wert ist, darüber zu schwätzen. Das ist nämlich eine ganz neue Form von Geschichtebuch, die bisweil noch nicht ging als hier im Land. Und wird dann noch direkt einen wichtigen Buchpreis kriegt. Und den Autor, der wohnt doch nachher zu Dickrich. Wir werden ihn hier besichern. Der Marc Weidert war lange Zeit als Schulmeister aktiv und als Pop von 3 Meter schon. Er hat also immer schon mit Literatur zu tun, selber geschrieben hat ihn aber nie, bis zu den verdrüttelten Geschichten, eine Idee, die ihm kaum, weil er singen kann, immer viel vorgelesen hat. Es war also ein geckes Idee am Anfang, wo ich gedacht habe, Rodos, der Flottbischer, die es den Kanner erzählt, seinen Stil. So Geschichten, die verdreht sind, das könnte dann andere Sprachen, könnte dann am Lützebäuerchen. Du probierst mal, ob du das hinkriegst, für mal den Text selber zu schreiben. Es ist in aus purer Lust um Schreiben und Reimen, für den ein Text entstand und zwei und so weiter. Die Illustratrice Marie-Isabel Callier hat das so flott gefunden, dass sie die Zeichnungen zu der Geschichte machen. So waren aber einmal die verdrüttelte Geschichte fertig, also bekannte mehrere Seichen, die einen neuen Nuss kriegen. Die aber hier ähnlich das ausgehen, wie in das Gewinn das, oder wo die Personagen sich genau umgedreht verhalten, wie sie sich an der Originalgeschichte beholen, oder wo zum Beispiel auch mal Personagen zu Wort kommen, die
sonst nicht können. Zum Beispiel der Wolf, den sich beschwert, wenn es ihm so schlecht geht, in der Sommer die Beisen. Und er hat dann gerne eine Änderung von seinem Statut. Und im Moment von der ganzen Geschichte springt dann noch etwas für ihn raus. Und dabei hat Marc weiter doch noch versucht, alle Lützebäuer Ausdrücke mit heranzubringen und sogar ein Seechen mit Lützebäuer Origin. Seine spritzige Geschichten, die aus seiner Laune raus entstanden wurden, gaben so zu einem richtigen Mehrwert für den Lützebäuer Bischermarché. Am Dezember des letzten Jahres und die verdrudelten Geschichten hat dann noch direkt zum ersten Preis für Kannerbischer beim Nationalen Literaturkonkurs gebracht. Im Moment, den nächsten Moment, so richtig, ja, also wen ist das toll? Was geht das frei? Und dann so los realisiert den aber, dass aber da vorher ist. Und das ist schön, also das ist ein schönes Erlebnis. Und auch das motiviert dich, für weiterzufahren natürlich. Wenn es der Penurie an der Papierindustrie kann Burzbericht am Meer publiziert gehen, aber der Succes der Bausen ist groß. Und er macht weiter, ein Lohwell vielen noch weh für seine Buch an die Librarien zu präsentieren, aber auch für Lesungen an den Schulen. Übrigens sind bei all Geschichten auch immer Basisgeschichten mit dran, ob die sich die verdrudelt mehrere Seiche berufen. Und auch von Burzpreis für Kannerliteratur kurz kann all Erwachsenen so sein Spaß finden. Für einen ziemlich genehmigen Moment dürfen dann noch all die neuen Membren aus dem Schaffner Gemeinderat zu Dickrich geehrt. Leider hat die Zeremonie, wenn es dem schlechten Wetter muss, aufgekürzt gehen, ein Cortège, war nicht möglich, und aber war ein flott, aber noch nicht ganz üblich, Ovation. 20. Mai 2022. An der Allseherei hat sich auf Invitation vom Syndikat Initiative die neu aus dem Gemeinderat erfunden, für ihre neue Funktionen geehrt zu gehen. Als Organisatrice von dieser Sphäre ergreift dann auch für die Präsidentin vom Syndikat Wut, für sie willkommen zu heißen. Das ist eine Tradition von G hier. Und für was ist das wichtig für Dickrich, aber für die Dickricher Leute, weil gehen all die Leute von den Vereinen gehen zum Beispiel invitiert, und das ganze Coop von der Dickricher Population, dass sie die neuen Leute, die an der Gemeinde sind, die Gemeinde Verantwortung überholen, dass sie dann noch bekannt gehen, wenn sie nicht schon viel kennen, weil sie schon gewählt haben wahrscheinlich. Und dann geht es für sie alle ein großes Merci in Form von einem dicken Bouquet Blumen, dass sie hier neue Funktionen hochgeholt haben. Eh für den neuen Bürgermeister Clotilde, dann der Chef Claude Dalleiden, sowie die Gemeindekonseillerin Frank Link und dann Kneipp. Aber bei dieser Ovation sollten die alle natürlich nicht vergessen gehen für ihre drei Dienste am Wohl von der Gemeinde, die demissionäre Gemeindekonseiller François Kerger-Faber und vor allem der langjährige Bürgermeister Claude Hagen, der auch Minister ist, an diesem Maniament eigentlich ausgelesen hat. Die heutige Innovation war dann noch keine wie die andere. Bon, die Innovation ist eine Tradition, die noch im Prinzip ja noch wählen, aber es ist ein bisschen extraordinär, weil man Changemente am Schäfer hat. Und das ist eine flotte Tradition. Das ist immer schön, wenn ich dabei sein kann. Das ist für mich die Innovation für die Funktion vom Bürgermeister geheiert zu gehen. Das ist natürlich ein schöner Ort. Das ist immer flott, das ist immer interessant. Und ich hoffe, dass man nach gemütlichen Overlaufwerten verbringt. Und der Wunsch sollte ihm auch erfüllt gehen. Bei einem Häppchen und einem Pätschen hatten die Invitäer nur all wunderbar gelehnt, den neuen Politiker noch mal ein bisschen auf den Zahn zu füllen. Nationalfeiertag steht für unter dir, und du machst auch die beliebte Militärparade am 21. Juni auf der Kloster mit der Feierlichkeiten heute zu Dickrich angelaut gehen. Dieses Jahr aber wird sich das Centre Militaire zu Dickrich nicht nur auf der Parade im Publikum präsentieren, wir sollen den 10. Juli auch ein großes Portouvert um Herrenbirsch aufgehalten gehen, wo ihn aber wirklich alles präsentiert kriegt, was man da auch mit zu tun hat. Heute schon mal ein kleiner Viergeschmack.
Also, das Rendezvous soll den sich unbedingt merken. Den 10. Juli, du hast heute zu Dickrich übrigens ziemlich viel aus. Neben der Port du Verde um Herrebirsch, aus den da zum Beispiel auch Journée du Kajak und natürlich all Dickrich. Mit darüber, hallo an unserem Agenda. Nationalfeiertag soll das Tournees für Gewinn aufgehalten gehen. Und dafür geht es den 21. Juni um 10 Uhr morgens schon los mit der Militärparade auf der Kloster. Den Tag drauf, 22. Juni, dann ist vor 7 Uhr Rovesund auf der selben Platz, das größte Volksfest, wo um 10:30 Uhr die dickere Musik und Konzert geht. Um 10:30 Uhr ist von der Kloster aus der Fackelzug geplant, den Decker nicht über die Buttermarkt mit zurück durch die Brabanterstraße feiert. Den 23. um Nationalfeiertag selber ist die offizielle Zeremonie gesucht, die um 4:00 mit einem Cortège vom Friedensgericht bis auf die Kloster aufhängt, wo dann der Clotilde sein Estriert als neue Bäuermeister hält, ihr Gemeng auf ein Part invitiert. Der 24. Juni ist um 20 Uhr Rovis an der Aller Kirche Konzert vom Musikerkollektiv Camerata für Gesinn. Und Programm steht wirken vom deutsch-britischen Barockkomponist Georg Friedrich Händel und vom Lützburger Komponist Claude Lenners, die sich durch eine spannende Mix zwischen meditativen Klängen ganz nervösen instrumentalen Passagen auszeichnen. Die Reservation geht über die Mailadresse info@camerata.lu, den Entree ist gratis. Da können nur zwei Jahre Pause, damit die Vieux die Kirche auch nächst endlich auf das Dickrichfest invitieren, das vom 8. bis zum 12. Juli geplant ist. Wie gewinnt, geht es den 7. Juli schon inoffiziell los mit dem Vernissage von der Palette-Ausstellung am Kulturhaus. Den 8. November ist dann das nächste große Cortège mit der Brautpaar an alle Wien vom LCD durch ganz Dickrich bis auf den Buttermarkt geplant, wo der Bäuermeister symbolisch den Schlüssel von Dickrich und der Verein überrascht, den dann heute 5 Tage lang an all die Krieg zuhören hat. Mit Kontramit, Fässerrollen, Kirmes und Trinken geht es so bis zum Durchdrücken dünnstig gefeiert, bis es nicht mehr geht. Abgepasst wird da von aus der Schleter, viel zur Straße, der Rümerten und der Lach. Den 3. Juli sie von Erdauer Moyes un, bis auf es umhert bei der Schwamm zu Dickrich drei Großkursen, die der Velo-Club Dickrich zusammen mit der Nationalen Föderation FSCL organisiert und die Heilandst fuhren. Und zwar sind da der 25. internationale Kriterium von den jungen Cyclisten, der Grand Prix de Luxembourg und den Dreiländer-Championat von Lützburg, Deutschland und der Schweiz, die Fans von Velo Sport sollten sich den 3. Juli also unbedingt merken. Für die Freunde vom Spazieren, dass ihr euch daran erinnert, dass ihr mit der Kanne den flotten Donkey Challengers probieren könnt, den die Syndicat-Initiative aufgestellt hat. Alle Informationen zu den drei interaktiven Wanderwehren mit flotten Informationen rund um Dickrich und den Esel kriegt ihr beim Syndicat-Initiative an der Visite-Kirche.lu. Es geht nicht über einen flotten Spaziergang durch die Natur zu Dickrich. Voilà, das war es dann für unsere Mission Haut aus dem Kaffee mich. Damit wünschen euch einen ganz schönen Nationalfeiertag. Und ich vertreibe das nicht, weil ich komme ja noch fest danach. Für das meiste nächste Monat ist gesund am Montag herum gesehen. Adi, bis geschwind. Between.